Hi, ihr mögt Bratwurst und ihr mögt Bier? Hervorragend, denn das lässt sich auf einem Burger kombinieren. Das hier ist der BBOB, der Beer Brats Onion Burger. Und wie ihr den macht, das zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr jetzt die Zutaten, die ich für den BBOB, den Beer Brats Onion Burger, brauchen werde. Und ja, heute ist Tag der Zuschauergeschenke, denn diese Thüringer Würstchen hat mir ein Zuschauer geschickt. Vielen Dank dafür, zusammen mit diesem Bier. Und auf der Deutschen Grillmeisterschaft hat mir ein Zuschauer dieses Glas Düsseldorfer Senf in die Hand gedrückt. Auch dafür vielen lieben Dank. Und das Ganze kombinieren wir heute mal ein bisschen miteinander. Das heißt, wir brauchen also Thüringer Würstchen, Senf, Pfeffer, Salz, Gemüsezwiebeln, Olivenöl, das Bier und dann habe ich hier Laugenbuns und wie ihr sehen könnt, die sind herrlich fluffig und wie ihr Laugenbuns selber macht, das habe ich euch ja schon mal in einem Video gezeigt, verlinke ich euch gerne aber nochmal unten in der Infobox, schaut es euch an, ist sehr einfach und mega lecker, solltet ihr auf jeden Fall mal machen und da liegen die Zutaten, die wir brauchen und dann würde ich sagen, legen wir los. So, jetzt haben wir hier also drei kapitale Gemüsezwiebeln liegen, das ist erstmal eine ganze Menge, aber die werden gleich schön zusammenfallen und die werden jetzt erstmal geschält. Und als nächstes schnappen wir uns dann die Frühlingszwiebeln und schneiden sie in Scheiben. So, das ist ein ganz schöner Zwiebelberg geworden. Und den schmeißen wir jetzt in ein kleines Behältnis und kochen das ein bisschen ein. Auf meiner Sizzlezone habe ich jetzt diesen kleinen Behälter vom schwedischen Möbelhaus platziert. Und den lasse ich jetzt gerade ein bisschen warm werden, beziehungsweise nehme jetzt schon die ersten Zwiebeln und setze die in die Schale rein. Denn die Sizzlezone wird ja relativ schnell heiß, damit uns hier diese Zwiebeln schon mal ein wenig kleiner werden können. Also im Prinzip ist jetzt noch ein Drittel der Zwiebeln auf dem Brett. Wenn man das Ganze noch ordentlich Fahrt aufnimmt, geben wir noch ein klein bisschen Olivenöl mit dran und können nach kurzer Zeit dann den Rest der Zwiebeln mit dazugeben. So, das hier sind drei Gemüsezwiebeln, bevor die zusammengefallen sind. So, in der Zwischenzeit habe ich jetzt mal die Thüringer Würstchen ausgepackt und ja, genau so müssen selbstgemachte Thüringer Würstchen aussehen. Bisschen unförmig, aber wie gesagt, mit viel Liebe gemacht, absolut fantastisch. Hier haben wir das Bierchen, das müssen wir noch öffnen. Und dann warten wir jetzt nur noch auf die Zwiebeln und dann geht's weiter. So, gute 5 Minuten später ist das von unseren drei Gemüsezwiebeln übrig geblieben. Wie ihr sehen könnt, sind die also super in sich zusammengefallen und beginnen jetzt so langsam aber sicher an Röstaromen zu bekommen. Und das ist der Moment, wo wir unsere Thüringer hier reinlegen. Ein Träumchen, als sollten das genau 5 Stück sein. Und was ich jetzt mache, ist, ich habe hier ein Messer und piekse jetzt die Würstchen von oben jeweils ein, denn wir wollen, dass A, das Bier in die Wurst rein und das Fett aus der Wurst in die Zwiebeln sozusagen mit reinkommt. Und jetzt haben wir hier unsere Flasche Bier und geben die da oben drüber. Schieben wir auch so ein bisschen, dass das Bier auch überall hinsacken kann. Drücken die Würstchen schön runter, dass sie wirklich im Bier liegen. Lassen das Ganze kurz aufkochen und dann kommt die Schale in den Grill. Inzwischen könnt ihr sehen, wie unsere Bratwürste schön aufgekocht sind. Und das ist der Moment, wo die Schale auf den Grill kommt. Dann lassen wir das Ganze jetzt eben auf dem Grill noch eine gute 20 Minuten ziehen. Ja, es geht einfach darum, dass die Würstchen komplett durchgegart sind und dann werde ich sie links und rechts angrillen. Also ich habe jetzt gerade eben, ich habe ja hier den Brenner an. Wir schieben die Schale hier direkt über den Brenner, dass wir da ein bisschen Schub kriegen. Und dann machen wir den Deckel zu, 20 Minuten warten und dann geht's weiter. So, inzwischen knapp 20 Minuten später sehen unsere Bratwürstchen und die Zwiebeln dann so aus. Und ich nehme jetzt die Bratwürstchen mal aus den Zwiebeln raus. Hier drüben habe ich ja, der Grillrost ist ja vorgeheizt. Da kommen jetzt die Bratwürstchen drauf und kriegen von außen also noch ein bisschen Farbe verpasst. Die Zwiebeln schütteln wir so gut es geht ab.
Aber ich kann euch sagen, das ist ein Duft hier vom Allerfeinsten. So, wie ihr sehen könnt, habe ich die Zwiebeln bzw. die Bierzwiebeln hier drüben nochmal auf die Sizzle-Zone gestellt, weil wir sie da einfach schneller einkochen können. Denn darum geht es. Ich möchte jetzt noch möglichst viel Flüssigkeit verlieren, dass wir dann später eben diese Zwiebeln hier wunderbar als Topping für unseren BBOB benutzen können. Und in der Zwischenzeit kriegen hier unsere Würstchen ihre Röstaromen. Das sieht schon ganz gut aus. Und dann habe ich hier ja noch die Laugenbrötchen oder die Laugenbuns. Die legen wir jetzt einfach gerade in den indirekten Bereich und lassen sie einfach gerade noch mit warm werden. So, kurze Zeit später können wir mal den Brenner unter den Würstchen ausmachen, denn die sind jetzt perfekt und kommen rüber aufs Brett. Und auch das Brot oder die Buns ist schön weich, warm, so wie wir es haben wollen, kommt runter vom Grill. Unseren Bierzwiebeln geht es auch sehr gut. Wenn wir jetzt mal hier nehmen. So ist es richtig schön eingedickt. Das ist der pure Geschmack. Das wird großartig. So, dann beginnen wir jetzt mal unseren Beer Breads Onion Burger zusammenzubauen. Los geht es mit dem Brot. Und dann habe ich jetzt hier also, wie gesagt, diesen Senf aus Düsseldorf. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es der richtig bös scharfe ist oder der noch einigermaßen human verträgliche. Deswegen übertreiben wir es jetzt einfach mal mit der Senfmenge nicht sofort. Aber ich denke, das, was ich jetzt hier auf dem Laugenbrot drauf habe, ist durchaus vertretbar. Dann habe ich hier eine von den Thüringern. Die schneiden wir einfach gerade in der Mitte durch. So sieht die in der Mitte aus. Legen uns die hier auf das Bun drauf. Und dann kommt eine anständige Ladung von den Bierzwiebeln da oben drauf. Und dann Deckel oben drauf. Jawohl, ja. So, zum Schluss kommt natürlich immer das Schönste des Ganzen. Hier ist er also, der fertige BBOB, der Beer Brats Onion Burger. Und da werden wir jetzt mal reinbeißen. Das Bier ist richtig schön in den Zwiebeln drin. Hervorragend. Die Wurst ist mega saftig. Gut, das liegt natürlich auch an der Wurst. Absolut fantastisch. Eine herrliche Kombination. Der Senf ist gar nicht so scharf. Ich habe gesehen, das ist einfach der Düsseldorfer Mostsenf. Richtig lecker. Könnte sogar noch ein bisschen mehr Kick haben, aber eine hervorragende Kombination. Und die solltet ihr auf jeden Fall mal probieren. Bier und Zwiebeln hat man ja immer im Haus. Bratwurst und Laugenbrötchen. Lässt sich schnell besorgen. Das solltet ihr also auf jeden Fall mal machen und da wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei diesem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer auf einen Daumen nach oben und über einen freundlichen Kommentar. Solltet noch kein Abonnenten des Kanals sein, da oben habt ihr die Möglichkeit, das gerne nachzuholen. Würde mich sehr freuen. Also, das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ganz viel Spaß beim Nachmachen. Euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.